1946. Ein Mann kommt nach Deutschland. Er war lange weg, der Mann. Sehr lange. Vielleicht zu lange. Und er kommt ganz anders wieder, als er wegging. Er hat 1000 Tage draußen in der Kälte gewartet. Und nun kommt er endlich doch noch nach Hause. Aber er ist einer von denen, die nach Hause kommen und die dann doch nicht nach Hause kommen, weil für sie kein Zuhause mehr da ist. Und ihr Zuhause ist dann draußen vor der Tür. Wer ist da? Oh, wer ist denn da? Ich? Wer ist das? Ich. Ich bin der andere. Der andere? Welcher andere? Der von gestern. Der von früher. Der andere von immer. Der von früher? Von immer? Du bist der andere von der Schulbank? Der vom Treppenhaus? Und der aus dem Schneesturm bei Smolensk. Ja, von Stalingrad, der andere. Bist du da auch? Der auch. Und auch der von heute Abend. Ich bin auch der andere von morgen. Morgen? Morgen gibt es nicht. Morgen ist ohne dich. Boah, du hast kein Gesicht. Du wirst mich nicht los. Ich bin der andere, der immer da ist.
Der lacht, wenn du weinst, der antreibt, wenn du müde wirst und der Ja sagt, wenn du Nein sagst. Sag Ja, so viel du willst, geh weg, ich will dich nicht. Ich sag Nein, hörst du? Ich höre. Deswegen bleibe ich ja hier. Warum liegst du hier? Mitten in der Nacht. Hier im Wasser. Weil ich nicht hochkomme. Ich habe mir nämlich ein steifes Bein mitgebracht. So was Andenken. Solche Andenken sind gut. Das vergisst man im Krieg so schnell. Und deswegen liegst du hier? Ich bin gefallen. Ah, gefallen. Ins Wasser? Ich wollte mich reinfallen lassen. Mit Absicht. Ja, ganz leicht, dachte ich. Von da plumps aus vorbei. Plumps aus vorbei. Du hast geträumt. Geträumt? Ah, ja, ja. Das habe ich vor Hunger geträumt. Ich habe geträumt, sie hätte mich wieder ausgespuckt. Die Elbe, diese Alte, sie wollte mich nicht. Ich soll es noch mal versuchen, hat sie gemeint. Ich hätte kein Recht dazu. Das Leben ist schön. Und gekeift hat sie wie eine Alte vom Fischmarkt. Und liege ich hier mit nassen Klamotten und mir ist kalt. Russland war mir lang genug kalt. Ich hab's jetzt satt, dieses ewige Frieren und diese Elbe, diese verdammte Alte. Oh ja, das habe ich vor Hunger geträumt. Was ist da? Kommt einer. Mädchen oder sowas. Da. Da ist sie schon. Ist da jemand? Hallo? Ist da jemand? Hier. Hier liegt einer. Hier unten am Wasser. Was machen Sie denn da? Ich lieg hier. Sehen Sie doch. Halb an Land und halb im Wasser. Aber warum denn? Ich dachte schon, da liegt ein Toter. Deswegen war ich so erschrocken. Aber Gott sei Dank, Sie sind ja noch lebendig. Stehen Sie doch auf. Da haben Sie sich verletzt. Was auch. Mir haben Sie die Kniescheibe gestohlen. Ich kann leider nicht hoch. Warten Sie, ich helfe Ihnen. Sonst werden Sie ja hier langsam zum Fisch. Kommen Sie. Stumm sind Sie ja auch wie ein Fisch. Wissen Sie was? Ich wohne gleich hier und ich habe trockenes Zeug zu Hause. Kommen Sie mit? Oder sind Sie zu stolz, sich von mir trockenlegen zu lassen? Sie wollen mich mitnehmen? Ja, wenn Sie wollen. Aber nur, weil Sie so nass und kalt sind. Und weil... Weil? Was für ein Weil? Nur, weil ich nass und kalt bin. Sonst gibt's kein Weil. Doch. Gibt es doch, weil Sie so ein hoffnungslos trauriges Gesicht haben. So grau und trostlos. Ach, Unsinn ist das. Kommen Sie. Oh, halt. Sie laufen mir ja weg. Mein Bein macht nicht mehr. Langsam. Also dann langsam. Wie zwei uralte, steinalte, nasskalte Fische. Mir den geangelten Fisch erst mal bei Licht besehen. Wo sagen Sie im Himmels Willen? Was soll denn das hier sein? Das ist meine Brille. Was nennen Sie Brille? Ich glaube, Sie sind mit Absicht komisch. Na, das ist meine Brille, leider. Vielleicht sieht sie ein bisschen komisch aus. Dann kriegst du ein Gasmaskengesicht, aber.
Gasmaskengesicht? Das ist ja auch meine Gasmaskenbrille. Aber warum laufen Sie denn jetzt noch damit rum? Haben Sie denn keine richtige? Na, ich bin froh, dass ich wenigstens die noch habe. Sie ist nicht sehr schön, das weiß ich, aber ohne die Brille da bin ich verloren, da bin ich vollkommen hilflos. Ja? Ohne die sind Sie vollkommen hilflos? Geben Sie das abscheuliche Ding mal schnell her. Nein, die kriegen Sie erst wieder, wenn Sie gehen. Beruhigender für mich, wenn ich weiß, dass Sie so vollkommen hilflos sind. Viel beruhigender. Ohne die Brille sehen Sie auch gleich ganz anders aus. Aber jetzt sehe ich doch alles ganz verschwommen. Ach, geben Sie mir wieder, ich sehe ja nichts mehr. Sie selbst sind auf einmal ganz weit weg, ganz undeutlich. Na, wunderbar. Ist mir gerade recht. Und Ihnen bekommt es auch besser. Mit der Brille sehen Sie aus wie ein Gespenst. Vielleicht bin ich auch ein Gespenst. Eins von gestern. Ich bin aus dem Krieg für den Frieden provisorisch repariert. Ich glaube, Sie tragen innerlich auch so eine Gasmaskenbrille. Lassen Sie mir mal die Brille. Ist ganz gut, wenn Sie mal einen Abend alles ein bisschen verschwommen sehen. Hier, nehmen Sie mal die Jacke. Wo sind die her? Von meinem Mann. Ihr Mann? Ja. Dachten Sie, ich handel mit Männerkleidung? Wo ist der Ihr Mann? Ich weiß nicht. Das wissen Sie nicht? Verhungert, erfroren, liegen geblieben, was weiß ich. Seit Stalingrad ist er vermisst. Stalingrad? An Stalingrad ist mancher liegen geblieben. Aber einige, die kommen auch wieder und die ziehen dann das Zeug an von denen, die nicht wiederkommen. Will ich ja gar nicht haben. Behalten Sie sie doch. Bitte. Bleiben Sie doch nicht den ganzen Abend stehen. Kommen Sie, setzen Sie sich. Hier. Oder hier neben mich. Sie können ruhig näher rankommen, Sie sehen mich ja doch nur verschwommen. Was ist denn? Geben Sie mir die Brille wieder. Schnell. Das kommt alles nur, weil es so neblig vor meinen Augen ist. Was haben Sie denn? Mann! Was tust du da? Auf meinem Platz. Bei meiner Frau. Dein Platz? Deine Frau? Ja, du. Was tust du da? Ja, das habe ich gestern noch den Mann gefragt, der bei meiner Frau war. Was tust du hier? Habe ich gefragt und da hat der die Schultern hochgehoben und wieder fallen lassen. Und da habe ich die Schlafzimmertür wieder zugemacht. Nein, ich habe das Licht erst wieder ausgedreht und war ich draußen. Komm her zu mir. Ganz nah. Ja, ich, Beckmann. Ich dachte, du würdest mich nicht mehr kennen. Beckmann. Ich will diesen Namen nicht mehr haben. 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 Ich will nicht mehr Beckmann. Halt, Beckmann! Bist du schon wieder da? Immer noch Beckmann. Immer. Was willst du? Dieser Weg geht in die Elbe. Komm, die Straße ist hier oben. Ich will zur Elbe. Nein, du willst diese Straße weitergehen. Die Straße weitergehen? Leben soll ich? So weitergehen, essen, schlafen, alles? Ich will nicht mehr Beckmann sein. Ich habe keinen Namen mehr. Ich soll weiterleben
Wo es einen Menschen gibt, wo es einen Mann mit einem Bein gibt, der meinetwegen nur das eine Bein hat? Der nur ein Bein hat, weil er seinen Unteroffizier Beckmann gegeben hat, der gesagt hat, obergefreiter Bauer, Sie halten Ihren Posten unbedingt bis zuletzt. Ich soll weiterleben, wo es diesen Einbeinigen gibt, der immer Beckmann sagt, andauernd Beckmann. Und was sagt das, ob er Grab sagt oder Mord sagt oder Hund sagt, der meinen Namen sagt, wie Weltuntergang? Doch, lass mich doch in Ruhe. Komm, Beckmann. Wir wollen die Straße weitergehen. Wir wollen einen Mann besuchen. Und dem gibst du sie zurück. Was? Die Verantwortung. Wir wollen einen Mann besuchen. Ja, du, das wollen wir. Und die Verantwortung, die gebe ich ihm zurück. Ja, du, das wollen wir. Ich will eine Nacht pennen ohne Einbeinige. Und ich gebe sie ihm zurück. Ja, ich bringe ihm die Verantwortung zurück. Ich gebe ihm die Toten zurück. Ihm. Ja, komm. Wir wollen einen Mann besuchen, der wohnt in einem warmen Haus in dieser Stadt. In jeder Stadt. Wir wollen einen Mann besuchen. Wir wollen ihm etwas schenken. Einen lieben, guten, braven Mann, der sein ganzes Leben nur seine Pflicht getan hat. Und immer nur die Pflicht. Guten Appetit, Herr Roth. Wie bitte? Guten Appetit, Herr Roth. Sie stören beim Abendessen. Ist Ihre Angelegenheit so wichtig? Naja, ich wollte nur feststellen, ob ich mich heute Nacht ersaufe, ob ich am Leben bleibe. Na, 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 na. Reden Sie mal nicht so unmännliches Zeug. War noch Soldat, wie? Na ja, Horst. Wieso nein? Sie haben noch Uniform an. Frag ihn noch mal, was er eigentlich will. Er sieht fortwährend auf unserem Teller. Sag ihm doch, er soll die Brille abnehmen. Mich friert, wenn ich das sehe. Das ist eine sogenannte Gasmaskenbrille, meine Liebe. Wurde bei der Wehrmacht 34 als Brille unter der Gasmaske für augenbehinderte Soldaten eingeführt. Warum werfen Sie das Kind nicht weg? Krieg es aus! Ja, ja, das ist aus, das sagen Sie alle. Aber die Brille brauche ich noch. Ohne Brille sehe ich alles verschwommen. So kann ich alles ganz genau erkennen. Ich sehe ganz genau von hier aus, was Sie da auf dem Teller haben. Sagen Sie mal was. Haben Sie für eine merkwürdige Frisur? Haben Sie gesessen? Was ausgefressen? Wie? Na, raus mit der Sprache. Irgendwo eingestiegen, was? Und geschnappt, was? So, oder was? Stalingrad. Eingestiegen und geschnappt. 3 Jahre haben wir gekriegt, alle 100.000 Mann. Unser Häuptling zog sich zivil an und aß Kaviar, 3 Jahre Kaviar. Und die anderen lagen unterm Schnee, hatten Steppensand im Mund. 4 Löffel heißes Wasser, 3 Jahre heißes Wasser. Wie findest du das, Schwiegervater? Wie findest du denn das? Lieber Freund, Sie stellen die ganze Sache doch wohl reichlich verzerrt dar. Wir sind doch Deutsche. Wir wollen doch lieber bei unserer guten deutschen Wahrheit bleiben. Wer die Wahrheit hochhält, der marschiert immer noch am besten. Clausewitz. Ja, warte was. Schön ist das sowas. Ich mach mit. Mit der Wahrheit. Wir essen uns schön satt. So richtig satt. Und dann lassen wir uns in einen Sessel fallen. Einen Sessel haben wir ja, und dann halten wir die Wahrheit hoch. Unsere gute deutsche Wahrheit. Der ist verrückt. Ach, wo? Der ist betrunken. Vater, beende das. Mich friert von dem Menschen. Ich habe doch stark den Eindruck, dass Sie einer von denen sind, denen der Krieg den Verstand und die Begriffe ein bisschen verwirrt hat. Mal ehrlich, einer von denen, die ein bisschen müde sind. Ein bisschen weich, wie? Oder was? Bisschen weich. Müde, Herr Oberst. Müde, müde, müde. Ich kann nicht schlafen, Herr Oberst. Keine Nacht, Herr Oberst. Und deswegen komme ich hierher. Darum komme ich zu Ihnen, Herr Oberst. Denn ich weiß, Sie können mir helfen. Ich will nur mal wieder pennen. Tief, tief pennen. Nur pennen. Mehr will ich ja gar nicht. Ich habe Angst. Ich friere von diesem Mensch. Unsinn, Mutter. Einer von denen, die mit dem kleinen Knacks nach Hause kommen.
Die tun nichts. Na, ich finde ihn ziemlich präpotent, den Herrn. Lass mich noch machen, Kinder. Ich kenne diese Typen von der Truppe her. Mein Gott, der schläft ja im Stehen. Wir müssen ein bisschen hart angefasst werden, das ist alles. Lass nur, das mache ich schon. Also, was wollen Sie denn nun? Hör was? Ich höre. Sie hören, Herr Oberst. Das ist ja gut, wenn Sie hören, Herr Oberst. Ich will Ihnen nämlich meinen Traum erzählen. Den träume ich jede Nacht. Und dann wache ich auf, weil jemand so grauenhaft schreit. Und wissen Sie, wer das ist, der da schreit? Ich selbst, Herr Oberst, ich selbst. Ulkig, nicht? Ja, dann kann ich nie wieder einschlafen. Keine Nacht, Herr Oberst. Denken Sie mal, Oberst. Jede Nacht wach liegen. Darum bin ich so müde, Herr Oberst. Ich hab ich von mir. Vater, bleib bei uns. Mich friert. Und von Ihrem Traum? Da machen Sie auf, sagen Sie. Von meinem Schrei, nicht von dem Traum. Von dem Schrei. Aber der Traum, der veranlasst Sie zu diesem Schrei, wie? Ja, denken Sie mal an, Herr Oberst, der veranlasst mich. Der Traum ist nämlich ganz seltsam. Müssen Sie wissen, ich will Ihnen mal erzählen. Sie hören noch, Herr Oberst, ja? Ja. Also, es steht ein Mann, der spielt Xylophon. Und dabei schwitzt er, denn er ist außergewöhnlich fett, der Mann. Und der spielt auf einem riesen Xylophon. Und weil es so groß ist, da muss er bei jedem Schlag vor dem Xylophon hin und her sausen. Und dabei schwitzt er. Aber gar kein Schweiß. Das ist das Sonderbare. Der schwitzt Blut. Dampfendes, dunkles Blut. Und das Blut, das läuft in zwei breiten, roten Streifen an seiner Hose runter. Dass er von Weitem aussieht wie ein General. Wie ein General. Wie ein fetter, blutiger General. Ja, das muss sein alter schlachtenerprobter General sein, der hat beide Arme verloren. Der spielt mit zwei langen, dünnen Prothesen, die wie Handgranatenstiele aus Hölzern und Metallring. Und die Hölzer seines Xylophons, die sind gar nicht aus Holz. Die sind aus Knochen. Ja. Glauben Sie mir, aus Knochen. Ja, ich glaub's. Aus Knochen. Ja, nicht aus Holz, aus Knochen. Wunderbare weiße Knochen. Schädeldecken hat er da, Schulterblätter, Beckenknochen. Und dann für die höheren Töne Armknochen und Beinknochen. Und dann kommen die Rippen, viele tausend Rippen. Und ganz zum Schluss, ganz am Ende des Xylophons, wo die ganz hohen Töne liegen, da sind Fingerknöchel, Zähne. Ja, ganz zum Schluss, das sind Zähne. Ist das nicht ein komischer Musiker, dieser General? Ja, sehr komisch. Sehr, sehr komisch. Ja. Du gehst erst los, dann fängt der Taumel erst an. Also. Der General, der steht vor seinem riesigen Telefon, trommelt mit seinen Prothesen und Marsch. Preußen Gloria oder Badenweiler. Ja, natürlich. Ja, und dann kommen Sie, dann ziehen Sie ein, dann stehen Sie auf. Das sind Massengräber, die Gladiatoren, die alten Kameraden. Ihr blutiges Gestirn stinkt bis an den weißen Mond. Der Mond. Unsinn. Mond ist selbstverständlich gelb. Ja. Wie ein Honigbrot. Ja. Wie ein Eierkuchen. War immer gelb, der Mond. Nein, Oberst, der Mond ist weiß. In diesen Nächten, wo die Toten kommen. Aus den Massengräbern, aus den Ozeanen, aus den Steppen und Straßen, aus den Wäldern kommen sie. Aus Ruinen und Mooren. Einarmig, beinlos, ohne Schädeldecken, ohne Hände, blind. Eine furchtbare Flut kommen sie angeschwemmt, unübersehbar an Zahl und unübersehbar an Qual. Und das furchtbare, unübersehbare Meer der Toten, das wälzt sich dann blutig über die Welt.
Und dann kommt der General mit dem Blutstreifen zu mir und sagt, Unteroffizier Beckmann, Sie übernehmen die Verantwortung. Lassen Sie abzählen. Dann stehe ich da. Vor den Millionen Skeletten mit meiner Verantwortung. Lass abzählen, aber die Brüder zählen nicht, die zählen nicht. Das ist doch Meuterei, das ist doch offene Meuterei, Herr Oberst. Ja, offene Meuterei. Ja, die zählen nicht, die. Also sie rotten sich zusammen und bilden Sprechchöre, dumpfe, dumme Sprechchöre. Wissen Sie, was Sie rufen, Herr Oberst? Nein. Beckmann rufen Sie, Unteroffizier Beckmann, immer Unteroffizier Beckmann. Und das Gebrüll, das wird dann so groß, so erwürgend groß, dass ich dann keine Luft mehr kriege. Dann schrei ich, dann muss ich schreien! Furchtbar schreien! Und davon werde ich dann immer wach. Jede Nacht, Herr Oberst, jede Nacht das Konzert, oh, den Knochen zu durchführen, jede Nacht die Sprechchöre und jede Nacht das Schrei. Ja, dann kann ich nicht wieder einschlafen, keine Nacht, Herr Oberst, weil ich doch die Verantwortung hatte. Ich hatte doch die Verantwortung. Ich hatte doch die Verantwortung. Und deswegen komme ich zu Ihnen, Herr Oberst. Ich will endlich mal wieder schlafen. Deswegen komme ich zu Ihnen, weil ich schlafen will. Endlich mal wieder schlafen. Ja, aber was wollen Sie denn dann von mir? Gib sie ihn zurück. Wem denn? Was denn? Verantwortung. Ich gebe Ihnen die Verantwortung zurück. Ja, haben Sie ihn das schon vergessen, Herr Oberst? Den 14. Februar? Bei Gorodok? Dann die 42 Grad Kälte, da kamen Sie doch in unsere Stellung, Herr Oberst, und sagten, Unteroffizier Beckmann, hier, habe ich gesagt. Und dann sagten Sie, und Ihr Atem blieb als Reif an Ihrem Pelzkragen hängen. Aber das weiß ich doch noch ganz genau, Herr Oberst, denn Sie hatten einen sehr schönen Pelz. Ja, dann sagten Sie, Unteroffizier Beckmann, ich übergebe Ihnen die Verantwortung für die 20 Mann. Sie erkunden den Wald ostwärts Gorodok, machen nach Möglichkeit ein paar Gefangene, klar. Jawohl, Herr Oberst, habe ich gesagt. Und dann sind wir losgezogen und haben erkundet. Und ich hatte die Verantwortung. Und dann haben wir die ganze Nacht erkundet und dann wurde geschossen. Und als wir wieder in der Stellung waren, da fehlten 11 Mann. Oh. Und ich hatte die Verantwortung. Ja, nun ist der Krieg lange aus. Nur will ich pennen. Ich gebe sie Ihnen zurück, Herr Oberst. Ich will sie nicht mehr. Ich gebe Ihnen die Verantwortung zurück. Mein lieber Beckmann, Sie erregen sich ganz unnötig. So war das doch gar nicht gemeint. Doch, Herr Oberst, so muss das gemeint gewesen sein. Verantwortung ist doch nicht bloß ein Wort. Man kann doch die Menschen für ein leeres Wort sterben lassen. Irgendwo müssen wir da hin mit unserer Verantwortung. Die Toten antworten nicht. Gott antwortet nicht. Aber die Lebenden, die fragen jede Nacht, Herr Oberst. Wenn ich dann wach liege, dann kommen sie und fragen. Frauen, Herr Oberst, alte Frauen, junge Frauen, Kinder, Herr Oberst. Kinder, viele Kinder. Die flüstern aus der Dunkelheit. Unteroffizier Beckmann, wo ist mein Vater? Unteroffizier Beckmann, wo haben Sie meinen Mann? Unteroffizier Beckmann, wo ist mein Sohn? Unteroffizier Beckmann, wo ist mein Verlobter, mein Bruder? Unteroffizier Beckmann, Unteroffizier Beckmann, Unteroffizier Beckmann. Jede Nacht, bis es hell wird. Sind nur 11 Frauen. Der Oberst bei mir sind es nur 11.
Bei Ihnen? Sowas? Wie wird es bei Ihnen? 1000? 2000? Schlafen Sie gut? Sowas? Ja, dann macht es Ihnen wohl nichts aus, wenn ich Ihnen zu den 2000 noch die Verantwortung für meine 11 dazugebe. Können Sie schlafen? Herr Oberst? Mit 2000 nächtlichen Gespenstern? Schlafen Sie nachts gut, Herr Oberst? Ja? Dann macht es Ihnen ja nichts aus, wenn Sie so nett sind. Also wieder zurücknehmen. Die Verantwortung. Dann kann ich ja wohl nun endlich in aller Seelenruhe pennen. Ja, das war's. Seelenruhe. Seelenruhe. Mein lieber Freund, ich weiß nicht recht, Sind Sie nun so ein fanatischer Pazifist, wie? So ein bisschen destruktiv, was? Aber ich glaube beinahe, Sie sind ein großer Schelm, wie? Habe ich recht, na? Sehen Sie, Sie sind ein Schelm, was? Köstlich, Mann. Ganz köstlich. Sie haben wirklich den Dreh raus. Nein, dieser abgründige Humor. Wissen Sie, mit dem Zeug, mit der Nummer müssen Sie so auf die Bühne. Auf die Bühne. Diese blödsinnige Brille. Diese ulkige, versaute Frisur. Sie müssen das Ganze mit Musik machen. Mein Gott. Dieser köstliche Traum. Die Kniebeugen mit Xylophonmusik. Sie müssen so auf die Bühne. Der Mensch, die lacht sich kaputt. Oh mein Gott. Ich hatte ja im ersten Moment gar nicht begriffen, dass Sie so eine komische Nummer bringen wollen. Ich dachte wahrhaftig, Sie hätten so eine leichte Verwirrung im Kopf. Ich konnte ja nicht ahnen, was ich für ein Komiker sei. Nein, also mein Lieber, Sie haben uns wirklich einen so reizenden Abend bereitet. Das ist eine Gegenleistung wert. Hier, das können Sie ruhig annehmen. Kommen Sie. Und wissen Sie was? Jetzt waschen Sie sich, nehmen sich den Bart ab, machen sich menschlich. Und dann schmeißen Sie Ihre alten Klamotten weg. Ziehen Sie einen alten Anzug von mir an. Doch, das können Sie ruhig annehmen. Und dann werden Sie erstmal wieder ein Mensch, mein lieber Junge. Werden Sie erstmal wieder ein Mensch. Mensch? Werden? Soll ein Mensch werden? Ich soll erstmal wieder ein Mensch werden? Was hat denn hier? Menschen! Seid ihr Menschen? Ich soll erst mal wieder ein Mensch werden! Ich soll Mensch werden! Los! Die Leute haben recht. Sollen wir uns hinstellen und über die Toten trauern, wo der Tod uns selbst zu dicht auf den Haken sitzt? Die Leute haben recht. Die Toten wachsen uns über den Kopf. Gestern 10 Millionen, heute sind es schon 30. Morgen kommt einer und sprengt ganzen Erdteil in die Luft. Nächste Woche findet einer den Mord aller in 7 Sekunden mit 10 Gramm Gift. Ich habe so das dunkle Gefühl, als ob wir uns per Zeit nur einem anderen Planeten umsehen müssen. Die Leute haben hier recht. Geht zum Zirkus. Oh, die haben ja recht, Mensch. Herr Oberst hat sich halb tot gelacht. Herr Oberst hat recht, die Menschheit lacht sich kaputt.
Reden wir doch was. Haben wir das Leben gerettet? Allerhobers. Ich geh zum Zirkus. Die Menschen lacht sich kaputt, wenn's recht schön grausig hergeht. Mit viel Blut und vielen Toten. Der Schnaps hat mir das Leben gerettet. Mein Verstand ist ersoffen. Wer der Schnaps hat oder ein Bett oder ein Mädchen, der träume seinen letzten Traum. Morgen kann es schon zu spät sein. Er baut sich aus seinem Traum eine Arche Noah und Segel saufen und singt über das Entsetzliche weg. Die anderen saufen in Angst und Verzweiflung. Der Schnaps hat es gerettet. Lebe der Oberst. Lebe die Verantwortung. Geh zum Zirkus. Schwerer Zirkus! Der ganze große Zirkus! Sehen Sie, gerade in der Kunst, da brauchen wir wieder eine Jugend, die zu all den Problemen aktiv Stellung nimmt. Eine mutige, nüchterne, revolutionäre Jugend. Nüchterne. Wir brauchen wieder einen Geist wie Schiller, der mit 20 seine Räuber schrieb. Wir brauchen einen Grappe, einen Heinrich Heine. So einen genialen, angreifenden Geist haben wir nötig. Eine unromantische, wirklichkeitsnahe, handfeste Jugend, die den dunklen Seiten des Lebens gefasst ins Auge sieht, unsentimental, objektiv und überlegen. Eine Jugend brauchen wir, eine Generation, die die Welt sieht und liebt, wie sie ist, die die Wahrheit hochhält, Pläne hat, Ideen hat. Und das brauchen keine tiefgründigen Weisheiten zu sein, um Gottes Willen. Nichts Vollkommenes, Reifes und Abgeklärtes. Das soll ein Schrei sein, ein aufrichtiger Schrei ihres Herzens. Ja, aber vor allen Dingen mutig und vor allen Dingen jung muss diese Jugend sein. Leidenschaftlich und mutig, gerade in der Kunst. Sehen Sie mich an? Ich bin schon seit 17 Jahren auf den Brettern des Kabaretts und habe dem Spießer die Zähne gezeigt und die Zigarre verdorben. Was uns fehlt, das sind die Avantgardisten, die das graue, lebendige, leidvolle Gesicht unserer Zeit präsentieren. Ja, ja, präsentieren. Immer wieder präsentieren. Irgendwas wird immer präsentiert. Übrigens, bei Gesichter fällt mir ein, wozu laufen Sie eigentlich mit diesem nahezu grotesken Gestell herum? Das ist meine Gasmaskenbrille. Da kriege ich doch lange vorbei. Sie haben doch längst wieder das beste Zivilleben und Sie zeigen sich noch immer in dieser militärischen Aufmachung. Das müssen Sie mir nicht übel nehmen. Ich bin nämlich erst vorgestern aus Sibirien gekommen. Vorgestern? Ja, war vorgestern. Ja, Sibirien. Grässlich. Ja, der Krieg. Aber die Brille. Haben Sie denn keine andere? Ich bin glücklich, dass ich wenigstens die noch habe. Das ist doch meine Rettung. Sonst gibt's doch keine Rettung. Keine Brillen, nein. Haben Sie nicht vorgesorgt, mein Guter? Wo? Sibirien? Ach so, ja, natürlich. Dieses dumme Sibirien. Ja, aber für die Bühne wirkt diese vielleicht doch sehr gut. Wieso? Wie meinen Sie das? Ich mein, komischer. Die Leute lachen sich doch kaputt, wenn sie mich so sehen mit der Brille und dazu. Die Frisur und der Mantel und das alles, das ist doch alles sehr komisch. Komisch? Mein Lieber, die Leute mir das Lachen in der Kehle stecken bleiben. Bei ihrem Anblick, da wird ihnen das Grauen den Nacken emporkriechen, das nasskalte Grauen wie vor einem Gespenst aus der Unterwelt. Die Leute wollen schließlich Kunst genießen, sich erheben, erbauen, aber keine Gespenster sehen. Nein, mein Lieber. Etwas genialer, großzügiger und heiterer müssen den Leuten schon kommen. Nein, so einfach sind die Sachen im Leben ja doch nicht. So mir nichts, dir nicht macht man nun doch keine Karriere. Was haben Sie bis jetzt gemacht? Nichts. Krieg, sonst nichts. Sonst nichts? Tja, was ist denn das schon? Also, lieber Freund, arbeiten Sie, machen sich einen Namen, und dann kommen Sie wieder.
Na, wo soll ich anfangen? Irgendwo muss ich doch mal anfangen. Ich will doch endlich mal anfangen, Menschenskind. Menschenskind kann sich ruhig verkneifen. Ich habe Riesigkeiten nach Sibirien geschickt. Ich nicht. Na, alle ganz voll reingegangen. Alle ganz voll rein. Alle sind auch ganz voll allein da geblieben. Alle ganz voll allein unter dem Schnee und dem Sinn. Ach, also schön, fangen Sie an. Bitte, stellen Sie sich dahin, beginnen Sie. Also schön, wenn Sie so liebenswürdig sein wollen, fangen Sie an. Ich gebe Ihnen die Chance. Also? Als ich heute nach Hause kam, da war mein Bett besetzt. Dass ich mir nicht das Leben nahm, das hat mich selbst entsetzt. Die Welt hat gelacht und ich hab gebrüllt. Der Nebel der Nacht hat dann alles verhüllt. Nur der Mond, nur der Mond. Nur der Mond grinst noch durch ein Loch in der Gardine. Da habe ich mir um Mitternacht ein neues Mädchen angelacht. Und Deutschland hat ihm nichts gesagt. Deutschland hat auch nicht nach uns gefragt. Die Nacht war kurz, und der Morgen kam. Da stand einer an der Tür. Sie hatte nur ein Bein. Und das war ihr Mann. Und das war morgens um vier. Die Welt hat gelacht. Und ich hab gebrüllt. Der Nebel der Nacht hat dann alles verhüllt. Nur der Mond. Nur der Mond. Nur der Mond grinst noch durch ein Loch. Durch ein Loch in der Gardine. Tja, lieber Freund, ist natürlich keine Dichtung. Fehlt doch jedes Timbre, jede Erotik, die nun mal das Thema Ebro verlangt. Das Publikum will gekitzelt werden und nicht gekniffen. Das ist alles zu sehr plakat, zu deutlich, zu laut, zu direkt, verstehen Sie. Ihnen fehlt die heitere Beschwingtheit, die Überlegenheit. Ja, Kunst muss reifen. Ihr Vortrag ist so völlig ohne Eleganz, das ist alles zu grau, zu nackt. Geradezu gedulden Sie sich noch. Arbeiten Sie an sich, feilen Sie, reifen Sie. Das ist alles ganz brav, natürlich, aber es ist doch keine Kunst. Das ist doch Wahrheit. Tja, Wahrheit. Die Wahrheit hat mit der Kunst nichts zu tun. Nein? Der Wahrheit kommen Sie nicht weit. Ich mach sich nur unbeliebt. Wo kämen wir denn hin, wenn alle Leute plötzlich die Wahrheit sagen wollten? Wer will denn schon etwas von der Wahrheit wissen? Bitte? Wer? Das sind die Tatsachen, die Sie nie vergessen dürfen. Ja, ich verstehe schon. Das sind die Tatsachen, die ich nie vergessen darf. Mit der Wahrheit kommt man nicht weit. Mit der Wahrheit macht man sich so unbeliebt. Wer will denn heute schon was von der Wahrheit wissen? Naja, langsam verstehe ich. Das sind so Tatsachen. Junger Mann, warum denn so ein Findling? Und die Welt war grau. Wie das Fell einer alten Sau. Der Weg in die Elbe geht geradeaus. Bleib hier, Beckmann, die Straße ist hier oben. Meine Straße will zur Elbe und die geht hier unten. Aber irgendwo steht doch immer eine Tür offen. Die Straße stinkt nach Blut, weil man die Wahrheit massakriert hat. Und alle Türen sind zu. Ich will nach Hause. Hier geht's nach Hause.
Beckmann, du musst nach Hause. Dein Vater sitzt in der Stube und wartet. Und deine Mutter steht schon an der Tür. Mein Gott, nach Hause. Ja, ich will nach Hause. Ich will zu meiner Mutter. Ich will endlich zu meiner Mutter. Ich will endlich, endlich nach Hause. Also, komm, mein Vater. Wir sind um 8 Uhr raus. Dann geht er jeden Abend wieder rein, nur sonntags nicht. Da fuchtelt er mit dem Schlüsselbund rum und knurrt vor sich hin jeden Tag. Ein ganzes Leben. Da kommt meine Mutter rein und raus. Dreimal. Siebenmal, zehnmal am Tag. Ein Leben lang. Ein langes Leben lang. Der Krieg ist an dieser Tür vorbeigegangen. Hat sie nicht eingeschlagen. Hat sie nicht aus den Angeln gerissen. Unsere Tür hat er stehen lassen. Zufällig. Aus Versehen. Das ist unsere alte Tür. Mit dem goldenen Briefkasten. Mit dem wackeligen Klingelknopf. Mit dem blanken Messingschild, das meine Mutter jeden Morgen. Warum ist das Messingschild nicht mehr da? Kramer. Hier wohnt doch gar kein Kramer. Wir haben unseren Namen weggenommen. Wer ist denn dieser Kramer? Was wollen Sie denn? Guten Tag, Rick. Hä? Wissen Sie, wo unser Messingschild geblieben ist? Was ist das für ein Messingschild? Ja, das Schild, das hier immer dran war, 30 Jahre lang. Weiß ich nicht. Ja, wissen Sie denn nicht, wo meine Eltern sind? Wer sind Sie denn? Ich heiße Beckmann. Ich bin hier geboren. Das ist doch unsere Wohnung. Nein, das stimmt nicht. Das ist unsere Wohnung. Ja, geboren können Sie ja meinetwegen sein, aber die Wohnung, die gehört uns. Ja, ja, aber wo sind meine Eltern denn hin? Die müssen da irgendwo wohnen. Ach, Sie sind der Sohn von diesen Beckmanns. Sie heißen Beckmann? Ja, natürlich, ich bin Beckmann. Ich bin doch hier in dieser Wohnung geboren. Das können Sie ja, ist mir doch ganz egal, aber die Wohnung, die gehört uns. Ja, ja, aber wo sind meine Eltern denn abgeblieben? Können Sie mir denn nicht sagen, wo die sind? Das wissen Sie nicht. Und Sie wollen der Sohn sein? Und wenn Sie das nicht mal wissen, wissen Sie. Um Gottes Willen, wo sind die denn hin? Nur reden Sie doch was, die müssen ja irgendwo sein. Soviel ich weiß, Kapelle 5. Kapelle 5? Was für eine Kapelle 5 denn? Sind die denn tot? Gestorben, denen fehlt doch gar nichts. Die haben doch gar keinen Grund. Die können doch nicht einfach so stillschweigend wegsterben. Also, mein, ich wundere mich schon die ganze Zeit über das merkwürdige Ding, was Sie da auf der Nase haben. Kann man doch nicht als Brille bezeichnen. Das ist meine Gasmaskenbrille. Die bekamen die Soldaten. Die... Erzählen Sie doch, Frau Kramer. Erzählen Sie doch weiter. Ach Gott, da ist nicht viel zu erzählen. Die alten Beckmanns konnten nicht mehr. Mein Vater hatte sich ein bisschen verausgabt in den See in 12 Jahren. Als seine ganze Rummel vorbei war, dann haben sie natürlich an die Luft gesetzt.
Eine Pension, versteht sich. Und dann mussten wir aus der Wohnung raus. Nur einen Kochtopf durften sie behalten. Das war natürlich trübe. Hat den beiden Alten den Rest gegeben. Da konnten sie wohl nicht mehr oder sie wollten auch nicht mehr. Und da eines Morgens lagen sie steif und blau in der Küche. So was Blödes, hat mein Alter noch gesagt. Von dem Gas hätte man einen ganzen Monat kochen können. Ich glaube, es ist gut, wenn Sie jetzt Ihre Tür zumachen. Machen Sie schnell Ihre Tür zu, sag ich. Machen Sie Ihre Tür zu! Gast, wenn wir ganzen Monate von kochen können. Hör nicht hin, Beckmann, komm. Die Straße wartet. Ja, hör nicht hin, zwei tot. Zwei alte Leute, wir reden heute von zwei Toten. Gestern waren es vielleicht 2000, vorgestern vielleicht 70.000. Morgen werden es 4.000 oder 6 Millionen sein. Abgewandert in die Massengräber der Welt, wer fragt danach? Keiner. Hier unten kein Mensch, da oben kein Gott. Gott schläft und wir leben weiter. Du siehst alles durch deine Gasmaskenbrille, Beckmann. Du siehst alles verbogen. Ja, früher gab es Zeiten, wo die Zeitungsleser in Kapstadt unter ihren grünen Lampenschirmen tief aufseufzten, wenn sie lasen, dass in Alaska zwei Mädchen im Eis erfroren waren. Früher war es doch so, dass sie in Hamburg nicht einschlafen konnten, wenn man in Boston ein Kind entführt hatte. Ja, früher gab es Zeiten, wo sie in San Francisco trauerten, wenn bei Paris ein Ballonfahrer abgestürzt war. Ja, war es vor 10.000 Jahren. Heute ist es nur noch Totenlisten mit 6-0. Die Menschen seufzen nicht mehr unter ihren Lampen. Die schlafen fest und tief. Sie werden mit Zahlen gefüttert, die sie kaum ausstrecken können, weil sie so lang sind. Die Zahlen, die bedeuten... Hör nicht hin, Beckmann. Hör hin, bis du umkommst. Die Zahlen sind so lang, dass man sie kaum aussprechen kann. Die Zahlen bedeuten... Hör doch nicht hin. Hör hin, die Zahlen bedeuten... Tote, Bombentote, Verzweiflungstote, Verlorene, Verlaufene, Verschollene. Die Zahlen haben mehr Nullen als wir. Hör doch nicht hin, du! Die Straße wartet, Beckmann, komm! Und wo geht sie hin? Die Straße geht auf und ab. Schrei doch nicht los, wenn sie abwärts geht und wenn es dunkel ist. Die Straße geht weiter. Und überall gibt's Lampen. Sonne, Sterne, Frauen, Fenster, Laternen und offene Türen. Bist du feige? Hast du Angst vor der Finsternis zwischen zwei Laternen? Willst du nur Laternen haben? Komm, Beckmann, weiter bis zur nächsten Laterne. Kann ich mehr gehen, ich bin müde. Ich habe mich gern satt und warm zu einem obersten weichen Sessel gesetzt und Dostojewski gelesen. Oder Gorki. Herrlich, wenn man satt und warm ist, vom Elend anderer Leute zu lesen und dabei so recht mitleidig zu seufzen. Aber meine Frau mir da die Augen zu. Gib nicht nach, das Leben wartet, Beckmann, komm! Ja, nein, ich will nicht, dass du jetzt gelesen. Ich habe selber Angst. Ich will pennen. Hier vor unserem Haus penne ich. Penne ich, bis eines Tages die Mauer des Hauses zu knistern anfangen und vor lauter alter Schwäche auseinanderkrüme. Oder bis zur nächsten Mobilmachung. Werd nicht müde, Beckmann. Komm, lebe! Was sagst du? Vorwärts, Kameraden, das Stück wird selbstverständlich brav zu Ende gespielt. 5 graue Akte. Erster Akt, grauer Himmel, es wird einem wehgetan. Zweiter Akt, grauer Himmel, man tut selber weh. Dritter Akt, es ist dunkel und es regnet. Vierter Akt, es wird noch dunkler, man sieht eine Tür. Fünfter Akt, es ist Nacht, tiefe Nacht, die Tür ist zu. Man steht draußen, draußen vor der Tür. Schlaf nicht ein, Beckmann, du musst weiter. Ja, was sagst du? Sprichst du auf einmal so leise? Steh auf, Beckmann, die Straße wartet. Die Straße wird wohl auf meinen müden Schritt verzichten müssen. Es ist auf einmal so dunkel. Ich kann dich gar nicht mehr sehen. Stehst du auf einmal so weit ab? Beckmann! Beckmann! Oh. Beckmann, du schläfst ja! Ja, ich schlafe. Wach auf, Beckmann, du musst leben! Nein, ich denke gar nicht dran, aufzuwachen. Ich träume gerade, ich
träume einen wunderschönen Traum. Träum nicht weiter, Beckmann, du musst leben. Leben, ach wo. Ich träume doch gerade, dass ich sterbe. Ich glaube, ich bin schon im Himmel. Ich fühle mich gar nicht mehr. Und es wird im Himmel sein, sich nicht mehr fühlen. Der sieht aus wie der liebe Gott. Ja, das ist der liebe Gott. Wer hat dich eigentlich so genannt, lieber Gott? Die Menschen? Oder du selbst? Seltsam. Ja, das müssen ja seltsame Menschen sein, die dich so nennen. Sicher die Zufriedenen, die Satten, die Glücklichen. Und die es nachts mit der Angst kriegen, die sagen, lieber Gott, lieber Gott, lieber Gott. Aber ich sag nicht, lieber Gott. Ich kenne keinen, der ein lieber Gott ist. Wann warst du denn eigentlich lieb? Lieber Gott, warst du lieb, als du meinen Jungen, der gerade ein Jahr alt war, als du meinen kleinen Jungen von einer Bombe zerreißen ließ? Wo warst du eigentlich, als die Bomben brüllten, lieber Gott? Oder warst du lieb, als von meinem Spähtrupp 11 Mann fehlten? 11 Mann zu wenig, lieber Gott. Und du warst gar nicht da, lieber Gott. Die 11 Mann haben gewiss laut geschrien in dem einsamen Wald, aber du warst nicht da, du warst einfach nicht da, lieber Gott. Oder warst du in Stalingrad lieb? Ja? Wann warst du denn eigentlich lieb, lieber Gott? Na ja, du bist alt, du bist unmodern. Du kommst mit unseren langen Listen von Toten und Ängsten nicht mehr mit. Wir kennen dich nicht mehr so recht. Heute brauchen wir einen neuen, weißt du? Einen ganz neuen, einen für unsere Angst und unsere Not. Oh, wir haben dich gesucht, Gott, in jeder Ruine, in jedem Granattrichter, in jeder Nacht. Wir haben dich gerufen, Gott. Wir haben nach dir geweint, gebrüllt, geflucht. Wo warst du da, lieber Gott? Hast du dich von uns gewandt? Hast du dich ganz in deine schönen alten Kirchen eingemauert? Ach, geh weg, alter Mann. Du bist unmodern. Die Theologen haben dich alt werden lassen. Deine Hosen sind zerfranst, deine Sohlen sind durchlöchert, deine Stimme ist leise geworden. Zu leise für den Donner unserer Zeit. Wir können dich nicht mehr hören. Ihr seid zu laut. Ja, ja. Wir hören einander nicht mehr. Wir fürchten dich nicht mehr. Wir lieben nicht mehr. Die alten Leute haben es heute am schwersten, die sich nicht mehr auf die neuen Verhältnisse umstellen können. Wir stehen alle draußen. Auch Gott steht draußen. Und keiner macht ihm mehr eine Tür auf. Nur der Tod. Der Tod hat zuletzt doch eine Tür für uns. Du musst nicht auf die Tür warten, die der Tod uns aufmacht. Das Leben hat 1000 Türen. Wer verspricht dir denn, dass hinter der Tür des Todes mehr ist als nichts? Und was ist hinter den Türen, die das Leben uns aufmacht? Das Leben. Das Leben selbst. Leben, ach wo. Ich liege hier auf der Straße und alles, alles ist aus. Alles ist aus und ich bin tot, schön tot. Beckmann, du musst leben. Alles lebt, neben dir, links, rechts, vor dir, die anderen. Alles lebt, Beckmann, lebt mit. Die anderen. Wer ist das? Der Oberst? Der Direktor? Frau Kramer? Leben mit ihnen. Ah, ich bin so schön tot. Die anderen sind weit weg und ich will sie nie mehr wiedersehen. Die anderen sind Mörder. Beckmann, du lügst. Lüge ich? Sind sie nicht schlecht? Sind sie gut? Du kennst die Menschen nicht, sie sind gut. Die Menschen trauern um deinen Tod, Beckmann. Nein, ja, Sager, das tun sie nicht. Sie gehen einfach und schnell vorbei und halten sich Nasen und Ohren zu. Siehst du, da kommt schon einer. Kennst du den noch? Das ist der Oberst, der mich mit seinem alten Anzug zum neuen Menschen machen wollte. Herr Oberst! Herr Oberst! Sie haben mich auf Ihrem Konto, Herr Oberst. 2011 plus Beckmann macht 2012. Ich kenne Sie doch gar nicht, Mann.
Aber Herr Oberst werden sich doch noch an seinen letzten Mord erinnern. Der mit der Gasmaskenbrille und der Sträflingsfrisur, der mit dem steifen Bein. Richtig, der. Ja. Waren einer von denen, die ein bisschen verwildert sind im Krieg. Ein bisschen entmenschlicht. Halten Sie das eigentlich aus, Herr Oberst, Mörder zu sein? Wie fühlen Sie sich denn so als Mörder, Herr Oberst? Wieso bitte? Ich? Doch, Herr Oberst, Sie haben mich in den Tod gelacht. Ihr Lachen war grauenhafter als alle Tode der Welt, Herr Oberst. Sie haben mich totgelacht, Herr Oberst. So, na ja. Waren einer von denen, die sowieso vor die Runde gegangen wären. Guten Abend. Angenehme Nachtruhe, Herr Oberst. Und vielen Dank für den Nachruf. Hast du das gehört? Ja-Sager, Menschenfreund. Epilog eines Menschen für einen Menschen. Du träumst, Beckmann. Du träumst. Die Menschen sind gut. Ach ja, die Menschen sind gut. Aber manchmal gibt es Tage, da trifft man andauernd die paar Schlechten, die es gibt. Aber so schlimm sind die Menschen ja nicht. Ich träume ja nur. Ich will nicht ungerecht sein. Die Menschen sind gut. Nur sind sie so furchtbar verschieden. Das ist es. So unbegreiflich verschieden. Eine Mensch ist satt und gesund. Der andere hungert und humpelt und hat nicht mal ein Hemd. Die Menschen sind gut. Sie sind nur so ahnungslos. Aber ihr Herz ist gut. Nur das Leben lässt es nicht zu, dass sie ihr Herz zeigen. Glaubt doch, im Grunde sind sie alle gut. Natürlich, im Grunde. Aber der Grund ist meistens so tief, du. So unbegreiflich tief. Ja, im Grunde sind sie gut, nur verschieden eben. Und sie gehen an meinem Tod vorbei, die guten Guten. Du träumst einen schlechten Traum, Beckmann. Ach ja, ich träume einen schaurig schlechten Traum. Ja, da kommt der Direktor von dem Kabarett. Soll ich mit ihm ein Interview machen, du? Wach auf, Beckmann. Lebe. Alles lebt. Leb mit. Soll ich mitleben? Mit wem? Mit dem Obersten? Nein. Mit den anderen, Beckmann. Lebe mit den anderen. Auch mit dem Direktor? Auch mit ihm, mit allen. Gut, auch mit dem Direktor. Hallo, Herr Direktor. Ja, wie? Was ist denn? Kennen Sie mich? Nein. Doch, warten Sie mal. Gasmaskenbrille, Russenfrisur, Soldatenmantel. Ja. Der Anfänger mit dem Ebro-Chanson. Wie heißen Sie denn gleich? Beckmann. Richtig. Na und? Sie haben mich ermordet, Herr Direktor. Aber mein Lieber. Doch, weil Sie feige waren, weil Sie die Wahrheit verraten haben. Sie sind einer von denen, die etwas zu sensibel sind. Unangebracht heute, total fehl am Platz. Sie waren ja ganz wild auf die Wahrheit versessen. Tja, wenn die alle so empfindlich sein wollten. Aber das sind wir ja nicht, Herr Direktor. So empfindlich sind wir ja nicht. Weiß Gott nicht, nein. Sie sind einer von denen, die nun mal humpeln durchs Leben müssen und froh sind, wenn sie fallen. In die Elbe, in die Spree oder in die Themse. Wohin ist egal. Eher geben sie ja doch keine Ruhe. Schade, dass das Publikum sowas nicht sehen will. Schade. Angenehme Nachtruhe, Herr Direktor. Hast du das gehört? Soll ich weiterleben mit dem Herrn Oberst? Weiterleben mit dem Herrn Direktor? Du träumst, Beckmann. Wach auf! Träum ich? Sehe ich alles verzerrt durch diese elende Gasmaskenbrille? Sind das alles Marionetten? Groteske, karikierte Menschenmarionetten. Sie haben alle dieselben, gleichen, gleichgültigen Visagen und sie reden alle so unendlich viel. Und wenn man sie dann nur mal ein einziges Ja bitte, dann sind sie stumm. Als wir noch ganz klein waren, da haben sie Krieg gemacht. Als wir dann größer waren, da haben sie uns vom Krieg erzählt, begeistert. Immer waren sie begeistert. Und als wir dann noch größer waren, da haben sie sich auch für uns einen Krieg ausgedacht. Und da haben sie uns dann hingeschickt. Und sie waren begeistert. Immer waren sie begeistert. Und keiner hat uns gesagt, wo wir hingehen. Keiner hat uns gesagt, ihr geht in die Hölle. Nein, nein, keiner. Wir haben Marschmusik gemacht und Langemarkt feiern. Und Heldengesänge. Und Aufmarschpläne und Kriegsberichte und Blutorden. So begeistert waren sie. Und dann war der Krieg endlich da. Und da haben sie uns dann hingeschickt. Und sie haben uns nichts gesagt, nur... Macht's gut, Jungs, haben sie gesagt. Macht's gut, Jungs! Und jetzt sitzen sie hinter ihren Türen. Und wir stehen draußen. Vor der Tür. Beckmann, du übertreibst. Du träumst. Sie haben ein Herz, sie sind gut. Aber Frau Kramer geht an meiner Leiche vorbei. Nein, auch sie hat ein Herz. Frau Kramer? Ja? Haben Sie ein Herz, Frau Kramer?
Wo hatten Sie Ihr Herz, Frau Kramer, als Sie mich ermordeten? Doch, Frau Kramer, weil Sie mir so herzlich und nicht taktvoll das Ableben meiner lieben Eltern vermittelten. Ihre Tür war die letzte und Sie ließen mich draußen stehen. Und ich hatte 1000 Tage, 1000 sibirische Nächte auf diese Tür gehofft. Was sagt denn Ihr Herz dazu, Frau Kramer? Wo kommt man hin, wenn man alle Leute beweinen wollte? Es gibt eben Menschen, die haben egal Pech. Ja, ja. Leben Sie wohl, Frau Kramer. Hast du das gehört, Andre? Du stehst ja auf einmal so weit ab. Hast du es gehört? Nachruf einer alten Frau mit Herz. Du träumst deinen tödlichen Traum, Beckmann. Nimm dich nicht so wichtig. Jeden Tag wird gestorben. Soll die Ewigkeit voll Trauergeschrei sein? Lebe! Das Leben hat 1000 Zipfel. Greif zu! Steh auf! Ja, ich steh auf. Denn da kommt meine Frau. Meine Frau ist gut. Nein, sie bringt ihren Freund mit. Sie war früher doch gut. Sie hat 3 Jahre auf mich gewartet, das weiß ich, denn sie war immer gut zu mir. Schuld habe ich, warum bin ich auch 3 Jahre in Sibirien geblieben. Aber sie war doch gut. Ob sie heute noch gut ist? Versuch es. Ja. Du? Erschreck nicht. Ich bin es. Sieh mich doch an. Da hörst du mich denn gar nicht. Ich weiß, du hast so lange auf mich warten müssen, aber die Schuld habe ich. Hör sie mich doch an. Du warst doch meine Frau. Dann kannst du mich doch wenigstens mal ansehen. Sie hat mich nicht gesehen und nicht gehört. Sie kennt mich schon nicht mehr. Warum sagst du denn gar nichts? Warum stehst du denn so weit weg? Antworte. Rede was. Da kommt das Mädchen, das dich aus der Elbe gezogen hat. Das dich gewärmt hat. Wo bist du? Ich bin tot. Du bist tot? Und ich suche dich auf der ganzen Welt. Warum suchst du mich? Warum? Weil ich dich liebe. Und wenn ich nun nicht tot wäre? Dann wollen wir zusammen nach Hause gehen. Komm, sei wieder lebendig. Für mich. Mit mir. Soll ich leben? Hast du mich wirklich gesucht? Immerzu. Und nur dich. Ja, ich will mit dir lebendig sein. Aber wo bist du denn? Wo bist du denn? Beckmann! Du lebst noch, Beckmann. Du hast doch einen Mord begangen und du lebst immer noch. Ich habe keinen Mord begangen. Aber, Beckmann, hast du das denn schon vergessen? Obergefreiter Bauer? Sie halten Ihren Posten unbedingt bis zuletzt. Dass du das so schnell vergessen konntest, Beckmann. Einen Mord vergisst man doch nicht so schnell. Ich klage dich nicht an, Beckmann. Aber wir wollen doch unsere Opfer nicht so schnell vergessen. Das musst du nicht, Beckmann. Das tun die Schlechten. Du wirst mich nicht vergessen, Beckmann, nicht wahr? Das musst du mir versprechen, dass du deinen Mord nicht vergisst. Ich vergesse dich nicht. Das ist schön von dir, Beckmann. Da kann man doch in Ruhe tot sein. Wenn wenigstens einer an mich denkt. Wenigstens mein Mörder. Hin und wieder nur. Nachts manchmal, Beckmann. Wenn du nicht mehr schlafen kannst.
bist du der Herrsager. Wo bist du denn, Anna? Und du? Und du sagst, ich soll leben? Ich, der Mörder Beckmann, soll weiterleben. Soll ich weiter morden? Oder mich weiter morden lassen? Wo bist du denn jetzt? Ja, sage. Du bist doch sonst immer da. Jetzt antworte, antworte. Jetzt brauche ich dich. Wo ist denn der alte Mann, den man Gott nennt? Warum redet er denn nie? Gib doch Antwort. Keiner eine Antwort? Gibt keiner Antwort? Denn keiner Antwort?